Ein herzliches Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. So, wir schauen mal, ob diese Quests fertig sind. Oder fertig ist. So, dann gucken wir mal, ob es was gebracht hat. Es müsste eigentlich. Ach, stimmt ja, wir müssen die Quest ja erstmal anwählen. So, Dorians bitte. So, Kristall in Venatöre Hauptquartier Habt ihr den debütieren. Bericht gelesen? Ja, er war ein wenig ungewöhnlich. Ist der Mann immer so unverblümt? Ja. Gekritzelt und erzielt von Arcanist und Dagnam, Schwester Jana L. Alles ist bereit, ich habe den Kristall. Hälften getestet und alles, was eine Hälfte aufzeichnet, empfängt die andere. Jetzt müssen eure Spieler nun noch die Lager finden, sich hineinschleichen und herausfinden, wo Capanha arbeitet, den Kristall dort unbemerkt verstecken und wieder verschwinden. Ein Kinderspiel. Das wird Zeit und Leute kosten, Inquisitor, aber der Lohn ist un. Unzählbar, Könnt ihr legen wir los. veranlassen, was wir besprochen hatten, Botschafterin? Ja, ich habe das Geld aufgetrieben. Die Inquisition wird die Familien derer entschädigen, die wir in Haven verloren haben. Ich danke euch. So, Jana, auf geht's. Dann wollen wir doch mal sehen. So, dann lasse ich dann. Ja. Dann lasse ich mal Josephine Wir stehen euch zu ran, Diensten. dass sie da auch noch mitmacht. Verpflichtung des Sinne der Inquisition. Alfred Radcliffe. Ich würde das jetzt hier erst später machen. So spielt das Jochen der Inquisition. Was haben wir denn da hinten? Genau, kurz doch nochmal nach hinten. So, die Schlange von Nevara ist noch. Nachforschung in Jägersturz anstellen. Ja, zum Beobachten der Petitionen verfügbar. Es ist so gekommen, wie es erwarten war. Infolge der Tote der hat vielen bedeutenden Namen und des Aufstiegs der Inquisition versuchen nun zahlreiche Adelszeichen ihre Aussichten zu verbessern, indem sie eine eigene Allianz schmieden. Im Moment jedoch scheint sie sich in Streitereien über Führungspositionen zu verlieren. Es wird noch lange dauern, bis auch nur eines von ihnen unsere Position gefährden kann. Ich sage, wir sollten sie einladen, damit sie sich selbst ein Bild über die Ausbildung unserer Soldaten machen können. So zeigen wir ihnen, dass wir keine ketzerischen Gesetzlosen sind. Ja, Karl, machst du das mal. Inquisitor. Man weiß ja auch immer, was er tun war. So. So, das wollte ich jetzt erstmal wieder an einige Zeit erfordern. Übrigens bedenkt bitte, dass das jetzt hier nur eine Vorarbeit ist. Das heißt, das, was ich hier spiele. So, da bin ich wieder. Sorry, es gab kurz mit meinem Programm schon wieder was. Wo war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall ist jetzt so, dass ich das für euch dann so aufnehme. Wir haben drei Lieferungen verloren. Ist immer noch unsicher da draußen. Die kriegen wir schon wieder. Schließlich helfen wir dem Sieger. Das sagst du immer. Weil wir die Leute. So, ja. Kurz die Leute nochmal kurz weg. Und zwar geht es ja darum, euch ja zu wissen, welche Entscheidung es bei Inquisition geht. Und ich habe ja jetzt mit Templar angefangen. Mit Markian angefangen. Wir haben dann gesehen, wie die Templer angegriffen haben. Jetzt haben wir in der letzten Folge jetzt gesehen, wie die Markier angegriffen haben und wir die Templer geholfen haben. Und wir spielen jetzt die Templer durch.
Und nochmal ganz kurze Information. Es kann sein, dass bei den nächsten Folgen es nicht so, glatt gelaufen ist, oder besser gesagt, dass die Parts übereinstimmen, so wollte ich sagen. Weil ich habe ja schon die anderen Parts schon aufgenommen. Das war eigentlich jetzt das, was ich jetzt aufnehme. Und wir spielen übrigens mit dem dritten Charakter, wo wir dann halt quasi jetzt mit den Templer spielen. Und also wir spielen mit drei Charakteren hier durch, um die verschiedenen Entscheidungen noch durchzuführen. Der Charakter ist ja eigentlich jetzt dafür geeignet, um die Anfangsszenen noch zu machen. Ich rede mal kurz mit Sekwit. Ihr bekommt einen Titel und mir treten sie in den Arsch. Großartig. Ich meine, danke für mein Leben. Stets zu Diensten. Jo. Und upsala. Bin ja ans Mikrofon gegangen. Gekommen. Was soll ich noch sagen? Ja, also es wird auf jeden Fall André Porsche geben. Ich habe das Spiel eigentlich schon sehr groß schon durchgespielt oder besser gesagt durch Let's Play. Mir fehlten eigentlich jetzt nur noch diese Anfangssachen noch. Und da fehlen noch einige Videos, jetzt paar Folgen, die mir noch fehlen. Aber das werden wir mit dem Charakter auf jeden Fall noch durchmachen. Und dann habe ich eigentlich alle Parts zusammen. Also nur, dass ihr mal kurz Bescheid wisst, dass ihr den Stefan ist nun doch gestorben. Es war ein Segen, wirklich. Die Zeit zu Edhaven war eine einzige Qual für ihn. Er hat fantasiert, dass es zu Ende ging. Er lächelte und sagte, er rieche den Rübeneintopf seiner Mutter. Dann ist er von uns gegangen. Okay. Ja, also auf jeden Fall würde ich mich aber trotzdem freuen, wenn ihr die Folgen anguckt. Ja, weil ich habe ja schon einiges an Let's Play gespielt. Jetzt wurde ich eingeladen. Das ist natürlich wieder blöd. So, wir warten jetzt ganz kurz auf die Quest, die wir hinkriegen. Dann würde ich mal sagen, wir schnacken nicht lange und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Quest und so weit, oder besser gesagt, die Sache vorbei ist. Bis gleich. So, dann gehen wir rüber. Und schauen jetzt mal nach der Quest. Ein Kriegsrat. So, Kristall von Veneta Hauptquartier deportieren. Inquisitor, ich habe empfangene Unterhaltung von dem Erinnerungskristall, den wir in Carpanias Lager versteckt haben. Liliana wertet gerade aus, was wir haben. Sie könnte euch von Carpanias enges Leutnants des letzten drei Büchern, die sie gelesen hat, und von ihrem Lieblingstee Pfefferminz erzählen. Redet mit ihr, wenn ihr einen Moment Zeit habt. Machen wir. Dann gehen wir zum Linia, oder? Lausche Liliana den Kristall. Mit dem Kristall. So. Haben wir den anderen Erinnerungskristall in Calpernias Lager geschmuggelt?
Das haben wir. Hier. Legit. Selbst Honig macht Philandaris nicht süßer. Ich versuche es weiter. Ihr seid keine Sklavin, Linnea. Ich werde selbst noch einen weiteren Löffel hinzufügen. Später. Sie weiß, was Sklaverei heißt? Calpurnia scheint ihre neuen Akolyten ziemlich freundlich zu behandeln. Nun, ich fand das hier durchaus interessant, aber hier ist etwas, das ihr euch wirklich anhören müsst. Meister, vergebt mir, ich dachte nicht, dass... Die Zeit eures Aufstiegs rückt näher. Erzählt mir von euren Vorbereitungen. Sie gehen gut voran, allerdings bin ich hier ein wenig abgelenkt. Wenn ich vielleicht im Schrein... So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass jetzt das Programm jetzt endlich mal seine Arbeit macht, weil sonst habe ich ja gerade ein kleines Problem. So. So, jetzt nochmal, Diana. Haben wir den anderen Erinnerungskristall in Calpurnias Lager geschmuggelt? Das haben wir. Hier. Legit. Selbst Honig macht Philandaris nicht süßer. Ich versuche es weiter. Ihr seid keine Sklavin, Linnea. Ich werde selbst noch einen weiteren Löffel hinzufügen. Später. Sie weiß, was Sklaverei heißt. Calpurnia scheint ihre neuen Akolyten ziemlich freundlich zu behandeln. Nun, ich fand das hier durchaus interessant, aber hier ist etwas, das ihr euch wirklich anhören müsst. Meister, vergib mir, ich dachte nicht, dass... Die Zeit eures Aufstiegs rückt näher. Erzählt mir von euren Vorbereitungen. Sie gehen gut voran, allerdings bin ich hier ein wenig abgelenkt. Wenn ich vielleicht im Schrein lernen könnte... Nur Dumas Gläubige dürfen ihn betreten. Setzt eure Bemühungen fort. Oder wollt ihr, dass sich die Wiedergeburt des Reiches verzögert, nur weil ihr euch nicht konzentrieren könnt? Ich werde bereit sein, als Gefäß und Streiterin Tevinters. Sie tut es für ihr Heimatland. Pernia klingt, als würde sie das nicht für Korypheus, sondern für Tevinter tun. Er ist mir schon wieder ausgewichen und... Eine Zwergenspielerei, als wäre meiner auf wundersame Weise zu mir zurückgekehrt. Dann geben wir deinem neuen Besitzer mal einen Vorgeschmack auf sein Schicksal. Venatori, wir brechen auf! Das war alles, was der Kristall festgehalten hat, bevor sie ihn fand. Aber ich denke, es könnte vielleicht ausreichen. Korypheus erwähnte einen Schrein für Dumas, den Calpurnia nicht betreten darf. Wer ist Dumas? Wer ist dieser Dumas, von dem Korypheus gesprochen hat? Ein alter Gott, der im früheren Tevinter als Drache der Stille verehrt wurde. Er war der Erste, der sich als Erzdämon erhob und die Verderbnis über uns brachte. Das klingt nach genau dem richtigen Gott für Korypheus. Er verbirgt etwas. Ich wette, Korypheus bewahrt in diesem Schrein irgendetwas auf, das Calpurnia nicht sehen soll. Das denke ich auch. Und es muss wichtig sein. Was auch immer Korypheus vor seinem treuen Leutnant verborgen hält, dürfte für uns äußerst aufschlussreich sein. Wir sollten uns diesen Schrein einmal ansehen. Mit der gebotenen Vorsicht. Ich bezweifle, dass Korypheus ihn unbewacht lässt. So, den Schrein von Dumal untersuchen, Einsatz verfügbar. So, dann gehen wir mal kurz zum Kartentisch. Ich hoffe, dass es jetzt endlich mal ein bisschen bleibt, so wie es jetzt gerade sein soll. Können wir ja mal gucken, dass wir mit Dorian noch ein bisschen schwätzen. Öffnen. So, dann gehen wir hier mal schön zum Kartentisch. Zack, zack. Schwupps. Fußrad. So, das. Ja, den Schrein von Dumat haben wir dann kurz offen. Das ist ein Gebiet, ein zusätzliches Gebiet, wo man dann quasi noch rein kann. Ich gebe aber jetzt Liliane mal Gibt ganz... Gibt es etwas Neues von den Bergungsarbeiten? Wurden schon Überlebende gefunden? Die Grabungen gehen nur langsam voran, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Danke, dass ihr mich unterbrochen habt, die Schneidkappen.
So, gibt es jetzt die Mission Valcolin von den Venatori retten. Venatori und ihre Diener greifen Valcolin an, um die Waffenkammer der Stadt zu plündern. Der örtliche Baron hat uns um Hilfe gebeten, befiehlt Sir Burris, den Templer gegen diese Magier aus Tevinter in die Schlacht zu führen. Lass Sir Burris nicht blind in sein Verderben laufen. Die Venatori haben sich verschanzt, meine Spionen können euch Informationen über die Verteidigung besorgen. Inquisitor. Machen wir das. Das machen wir jetzt gleich. Wenn wir kurz mit jetzt mal schön. Dann machen wir das jetzt. Ach komm, machen wir es jetzt, dann haben wir das hinter uns. Ich hoffe, dass es diesmal komplett hebt. So, dann den Schrein von Dumont. Charter, mit den Durchsicht unserer Texte aus Tevinter, den von den Venatori erhaltenen Berichten und der Befragung der Dorfbewohner vor Ort haben wir... Himmels Feste scheint deutlich sicherer zu sein als Haven. Nur wenn wir genügend Leute haben, um sie zu verteidigen. Solange das nicht gegeben ist, ist ein Ort wie dieser nutzlos. Haltet ihr jetzt euren Mund bitte. Dankeschön. Erhalten Berichten und der Befragung der Dorfbewohner vor Ort haben wir den Schrein von Dumont, glaube ich, gefunden. Leider ist Corypheus sehr gewissert, was die Hütung seiner Geheimnisse angeht. Der Eingang zum Schrein ist von Fallen umgeben, deren Mechanismus und unbekannt ist. Wir haben keine Wahl. Um diesen Schrein einzudringen, müssen wir die Fallen auslösen. Das heißt, wir werden Verluste haben. Aber die im Schrein erhaltenen Informationen sind umschatzbar.